Ob die Leute jetzt schon sehen wollen, was alles drin ist? Oder zeige ich nur einen Teil? Oder zwei oder drei oder vier oder fünf? Guckt das Video! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Irenes Boxenwelt. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, was gibt's heute? Wenn man mal so auf den Kalender guckt, der 19. ist jetzt gewesen. Was könnte es also geben? Die Monatsverlosung. Jawohl, es läuft zwar noch die 400 Abonnenten-Special, aber Monatsverlosung bleibt Monatsverlosung. Und deswegen gibt es, was habe ich denn mal wieder? Eine Glossybox. Und da sage ich auch immer so schön, es ist egal, ob irgendwer die Glossybox nicht mag. Die Produkte da drin sind ja schön. Also von daher, oder gewinnt es ja bei mir. So, ich verrate euch jetzt aber extra nicht, welche Box es diesmal ist. Ne? Das mache ich jetzt diesen Monat mal anders. Ich zeige euch vielleicht zwei Teile, die schon drin sind. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal so viel verraten. Es ist eine Box, die kostet, also der Gegenwert, nicht die kostet, der Gegenwert ist 51,74 €. Also es lohnt sich. So, dann gucken wir mal. Da ist zum Beispiel unter anderem drin, der KAB Concealer. Nee, er will heute nicht. In der Farbe 02. Der kostet allein, wie gesagt, 15 €. Ja, und dann zeige ich euch jetzt, soll ich euch noch ein Highlight oder eher noch was Kleineres zeigen? Ich zeige euch noch was, noch was von den großen Sachen. Die interessieren ja am meisten. So, 14,90 €. Der Eliquor Beauty. Die Highlighter Drops in diesem wunderschönen Rosé Glitzer. Also den könnt ihr wunderbar so partiell auftragen, verblenden. Ein sehr schöner Highlighter. Jo, und dann sind halt noch drei kleinere Produkte drin. Ihr kennt das ja. Ja, was kennt ihr denn? Klar, was kennen wir denn, Irene? Rück raus damit. Ja, also. Wir brauchen ein Hashtag. Dann machen wir doch Hashtag Juli. Einfach Juli, weil es ist die Juli-Monatsverlosung. Genau. Hashtag Juli. Ein Kommentar. Laufen lasse ich die bis zum... Moment. Also bis zum 1. August. Das ist ein Sonntag. Läuft die Verlosung und dann werde ich relativ zeitnah im Kommentar in diesem Video den Gewinner bekannt geben und jetzt eine Neuerung, die halt mal wieder aufgrund irgendwelcher Verordnungen resultiert. Derjenige schreibt mich dann bitte über Instagram halt an, Hormes Irene, oder meine E-Mail irene.hormes@web.de. Die Kontaktdaten stehen aber auch in der Infobox. Das war's. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!